Du bist bei Telegram in vielen Gruppen, in vielen Kanälen und hast auch viele private Kontakte und hast die Übersicht verloren. Das ist kein Problem, wenn du dir Ordner anlegst. Aber wie geht es? Hier bin ich wieder, die Marita, die so gerne Anleitungsvideos macht. Heute zum Thema Telegram. Wie lege ich Ordner an, damit ich eine Übersicht habe? Wir sind hier schon bei Telegram. Und wir sehen auch, ich habe hier an der Seite schon einige Ordner. Um einen Ordner zu erstellen und das Ganze mal übersichtlich zu gestalten, gehen wir hier bei Windows 10 am Laptop, hier oben auf die drei Striche. Am Smartphone sieht es natürlich wieder anders aus und bei Apple. Und dann gehen wir hier unten auf Einstellungen, auf Ordner. Und hier sehen wir, dass ich hier schon Ordner habe. Du möchtest einen neuen Ordner erstellen, weil du noch keinen hast. So, wir vergeben dem Ordner einen Namen. Heute heißt er mal Testordner. Ist nur eine gewisse Anzahl an Buchstaben möglich. Machen wir noch ein paar Punkte. Und hier hört es schon auf. Okay, dann gehen wir hier auf Chats hinzufügen. Du willst zum Beispiel alle Kontakte hineinmachen. Würde ich jetzt nicht machen und auch nicht Gruppenkanäle oder sowas. Ich würde mir hier unten die selber aussuchen oder hier oben den Namen eingeben, wie zum Beispiel den Reinhard. Dann nehmen wir noch den Martin und den Andreas. Und dann möchten wir da zu diesen beiden Herren noch die jeweiligen Gruppen hinzufügen, und zwar die New Plan B Webmaster Group, die Strategien vielleicht, die eigene Gruppe, 10 Wochen Coaching hätte ich hier noch, aber das müsst ihr alles selber bei euch aussuchen, was ihr da schon habt, meinen Kanal, die Steuer. Und dann möchte ich noch die Marita hinzu und die Astrid und die Evelyn. Und dann gehe ich hier auf Speichern und Erstellen. So, dann machen wir das hier zu. Dann sehen wir hier an der Seite hier unten den Testordner. Den können wir dann gerne hier nach oben schieben. Mit der Maus festhalten und nach oben schieben. Und wir sehen, das sind auch schon zwei in zwei Gruppen. Hier zum Beispiel sind 45 Nachrichten und hier sind 20 Nachrichten, die wir schon, und hier ist schon wieder eine neue. Das siehst du immer an der Seite, in welchem Ordner sind jetzt schon wieder Nachrichten. Hier habe ich private Kontakte drin, so viel wie möglich, und hier die, die mir wichtig sind. Dann sehe ich die auch immer zuerst, ob die mir geschrieben haben oder nicht. Und wenn du einen neuen Kontakt hast, dann gehst du wieder oben auf die drei Striche, auf Einstellungen, auf Ordner, dann gehst du auf Testordner und möchtest einen neuen Kontakt hinzufügen, gibst du Chat hinzufügen, gibst noch einen Namen ein, wie zum Beispiel Toni, Toni. Dann zeigt es deinen Kontakt gleich an und du kannst ihn hier speichern. Genau, dann machst du es wieder zu. Und so kannst du der Reihe nach mehrere Ordner anlegen. Hier oben auf die Striche, dann auf Einstellungen, dann auf Ordner, dann hier auf neuen Ordner erstellen. Und so, wie wir es von Anfang an gemacht haben. Genauso kannst du die Ordner hier auch wieder löschen. Den Testordner tue ich jetzt wieder löschen. Du siehst auch, wie viele Chats im jeweiligen Ordner da drin sind. Es können Gruppen, Kanäle und auch einzelne Kontakte sein. Hier gehen wir auf Löschen und machen das zu. Und jetzt ist er hier wieder weg. Das soll es soweit gewesen sein zur Übersicht bei Telegram. Wenn ab und zu mal mein Vogel piept, das ist mein Graubabagei, der muss auch immer mit machen hier. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen freuen oder auch einen Kommentar, was ich mal noch für ein Video machen könnte. Ich mache nämlich gerne Anleitungsvideos. Also tschüss, bis zum nächsten Mal, die Marita.